flying on his way, away to 70. No one knows what it's like to live that long. Oh, das ist nicht so nette Basis hier. Okay. Oh, Skellies habe ich nie verstanden, was es eigentlich ist. Ist es ein Questgebiet? Kann sein, dass du ein extra Ding verbrauchen. Es gibt ein Achievement hoch über Skellies, aber ich weiß nicht, wie man es. Vergessen, wie man es kriegt. Es gibt ja auch dieses Mount. Ah, gut, aber das war anders. Irgendwas gibt es da. Das war immer ein anderes Spiel. Madame et Monsieur. Das Schattenmundtal. Ich bin über der Bildnahme fest. Moment. Ich muss mir mal noch eine Pizza reinmachen. Jo. Ma, Scooby. Mach jetzt eine Pizza rein. Ja. So kann's gehen. Dun, dun. Alles Klärchen. Lust auf ein Glas? Fort mit euch! Haben wir nur drei, waren wir nicht eben vier? Da ist es. Schön diese Durchgänge, wofür die wohl gebaut wurden. Ja, ich muss hier durch. Da bin ich wieder. Jo. Schon Quest angenommen? Nope. Sollten 6 Stück sein. Die hat mal so ein cooles Tor, ja. Aber kaputt. Das Tor ist gar nicht kaputt, steht einfach offen. Wenn man dann mit dem offenen Tor einen Weg da lang gebaut hat, ich weiß es nicht. Wer hier überhaupt Wege gebaut hat? Ja, die dumme Straße. Wegbahn. Ja, okay, ich habe. Das ist echt der beschissenste Ort, um hier zu leben. Nicht weglaufen.
lange dauert das denn? Was denn? Die nehmen. Ich freue mich auch. Ich brenne Asche. Wenigstens ein Sammelquest. Also in der Art, dass man sammelt. Das sieht aus wie ein bisschen wie dieser Weltenboss. Ketun. Sankusha. Kusha. Kusha. Na, das ist normal. Ich soll jetzt ein bisschen durchdrehen. Ja! Bei ihm sind seine schamanischen Kräuter ausgeworfen. Ja! Wo ist diese ganze Asche? Teufelsfeuermilz. Mhm. Wer taubt die denn? Der Teufelsfeuer, die Metrodons. Oh Mann. Ja. Man sieht hier, es ist alles Dorenai-Architektur. Das ist ein hässliches Ding. Wow, die Botaniker. 5 Bosse, ein episches Abenteuer für bis zu 5 Spielern. Gemeinsam. 5 Player Koop. Garantiert. Ich muss denken. Ja. Recount zurücksetzen? Ja, ich möchte es mal gerne sehen. Das hast du auch ausgeblendet, oder nicht? Nein. Man kann das aber ausblenden. Ja, aber ich kann es nicht wieder einblenden. Guck mal, wo hast du nachgeholt? Wie, wo habe ich nachgeholt? Du ziehst einblenden kannst. So wie es immer gemacht haben. Wie denn? Recount Toggle. Hm. Geht aber nicht mehr. Thanks, Princess. Oh, excuse me, dass ich mal kurz einen Tipp geben wollte. Was ist das für ein beschissener Tipp? Das ist so wie Oskubi, der Panzer ins Kreuz zerfetzt. Danke. Ich glaube, man muss da passiver rangehen, glaube ich wirklich. Kann wirklich sein, dass man damit so viele Gegner schon so an den Eiern packt. Infanterie ganz vorne, hinten. Ziemlich viel und großflächig, so dass man alles wirklich im Blick hat. Und die Panzer stehen hier. Ja, die Panzer können sich ja eh bewegen. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gerettet. Was passiert? Du hast nur so viel Mana. Ich meine, wenn ich gehe. Ich bin so vertieft. Ich glaube, du hast recht. Weil mich stört immer noch so das Matchmaking-System und so. Aber deswegen sagen wir nicht. Ja, es dauert ein bisschen, das stimmt. Weil ich wäre im Prinzip voll motiviert, das zu basteln, das Spiel, so richtig. Wenn das mit Matchmaking besser funktioniert. Aber ich glaube, das muss man einfach aussitzen. Ja, ne. Und das Add-on oder scheiße spieltechnisch wäre wahrscheinlich sowieso nicht so stark, also ist auch kein Verlust, wenn das Add-on mit besserem Matchmaking-System kommt.
mal gewonnen. Eben. Da muss man immer die Arschbacken zusammenknüllen. Die Aschenbecher ausleeren, ne? Asch leert die Aschenbecher aus. Denn wir sind Piraten, sind wir es oder sind wir es nicht? Ich hab keine Akku. Irgendwie war das eben ganz komisch. Ich habe in diesem Kampf nichts mitgemacht. Nicht. Ich kann sehr gut pensern. Ich habe voll die komischen Geräusche, warte mal. Jetzt wenn Gas austreten würde? Das ist in-game. Ist das in-game? Naja. Oh Mann, ich dachte schon, hier fliegen Ufer lang. Hört sich an, als wird Gas austreten. Ich dachte schon, hier fliegen Ufer lang. Ich glaube, man darf auch doch keine Angst haben, bei der Infanterie diese Rifleman zu benutzen. Weil die zum Nachladen ja auch immer in Deckung gehen. Einer mit einer Maschinenpistole macht das nicht, weil er dann seine gesamte Wirkung verfehlen würde. Was muss man mit denen machen? Ruhig einsetzen. Ja. Was ist denn die Wirkung von den Maschinengewehrleuten? Ja, dass sie, wenn sie schießen wollen, noch länger mit dem Kopf draußen bleiben müssen. Achso. Und das für lange Distanz echt nicht so gut. Die schießen nur automatisch, warum mussten die einsetzen? Ja, überhaupt kaufen? So, ja. Ich setze dich ein! Ja, ich glaube auch. Ein paar Panzerschreckleute, Infanterie. Und dann erst später. Das ist nicht später, ne? Aber halt weniger Panzer. Aber auch zum Beispiel so eine Panzerabwehrkanone. Die sind ja schweinebillig. Ja. Eigentlich so eine richtige Artilleriekanone lohnt sich erst ziemlich spät, wenn man so die Hälfte der Map mindestens für sicher hält. Ja, das ist nur um richtig Stellung, von denen man weiß. Wegzuknallen. Wenn der Gegner sich eingegraben hat. Und sagt er auch, wenn er sich französisch gepaart hat. Wir sind im Internet. Ach, die Leute wissen, dass das Frankreich militärisch nicht so. Nicht so top of the top ist. Oh mein Gott, sind das viele. Ich glaube, das können jetzt kritisch werden. Weil du bist Kommandant, ein bisschen weiter weg ist. Und hol die dann auch zurück. Aber irgendwer hat. Man hätte wahrscheinlich welche rauspullen